So, wir hüpfen aber mal direkt weg hier. Freitag, wir bekommen unsere üblichen Blumen. Wir hüpfen direkt weg hier, da wir ja heute Abend sowieso wieder hier sind. Nee, die müssen wir nicht da einsortieren. Das, das, das und das. Sehr gut. Genau, wir sind heute Abend sowieso direkt wieder hier. Da müssen wir jetzt keine Runde hier drehen. Die können wir alle platzieren. Die sind alle für weg. Die sind alle für weg. Sehr gut. Dann hüpfen wir nach Sunhaven. Hier sind Felder fertig. Die können wir dann erstmal abernten. Und wie ist das mit dem vollgestopften Gemüse? Macht es Sinn, jetzt hier Knoblauch anzubauen? Oder nicht so sehr? Es hat sich ja zwischendurch was an den Preisen getan. Lohnt sich das überhaupt noch, die zu bauen oder nicht so sehr? Müssen wir gleich mal nachgucken. Sonst bauen wir nämlich einfach lieber da wieder Paprika an und verkaufen die so, wie sie sind. Aber vor allen Dingen sorgen wir hier mal dafür, dass wir wieder sowas sehen können. Hier steht auch echt beschissen, auch wenn der obere noch nicht fertig ist. Weg damit. So, vollgestopftes Gemüse haben wir. Na? Wo hast du dich versteckt? Bin ich schon drüber gescrollt? Ich könnte es mir durchaus vorstellen. Da, gefüllte Paprika. Wir haben sogar noch jede Menge Knoblauch. 775. 500. Ja, doch. Ja, doch. Komm. Auf geht's. Mach mal. Und wir können dann quasi direkt beides neu anbauen, wie es aussieht. Pfeffer, Saatgut haben wir ja noch. Dann holen wir jetzt erstmal. War Knoblauch im Frühling oder im Sommer? Ein Granatapfel. Und den können wir doch direkt so sammeln, dass er bei uns in die Tasche wandert. War es Frühling und oder Sommer? Was verkaufst du? Paprika, Bohnen, Stormeln, Kiwi, Schimmelrot, Erbsen, Wassermelonen, Kopfsalat, Klee, Grünkohl, Weintrauben. Es war nicht im Frühling. Ja, dann hat sich das ja quasi schon erledigt. Dann holen wir einfach wieder neue Paprika. Neues Paprikasaatgut. Sprechen wir mal eben unten mit den beiden. Und Catherine hat was für uns. Seetang. Diamant und Kai. Sunhaven ist ein schöner Ort. Ich könnte mir vorstellen, hier eine Weile zu bleiben, besonders mit dir. Denkst du darüber nach, Sunhaven zu verlassen? Als ich hier ankam, war ich mir nicht ganz sicher, ob ich hier bleiben würde. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Ort etwas bietet, was ich sonst nirgendwo finde. Vielleicht war es Schicksal, dass ich an diese Küste gespült wurde. Schicksal existiert nicht. Es war nur ein Zufall. Ich glaube auch, dass es Schicksal ist. Wenn er von Schicksal spricht, immer natürlich bestärken, selbst wenn man da nicht dran glaubt. Du glaubst also auch an das Schicksal. Dann ist es wahr, unsere Herzen mögen zwei sein, aber sie schlagen im Gleichklang. Ja, Multiple-Choice-Antworten halt, ne? Wirst du jemals aus deiner Höhle ausziehen? Ja, zu uns wahrscheinlich. Nun, das ist nicht die komfortabelste Wohnung, aber ich glaube, ich mag sie. Es ist ein Raum, der mir ganz allein gehört, was sich sehr befreiend anfühlt. Außerdem ist das nächtliche Rauschen der Wellen am Strand sehr entspannt. Oh ja. Ja. Oh ja. Wenn du in einer Höhle schläfst, fühlst du dich befreit. Beim Meeresrauschen einschlafen klingt schön. Ja. Die Wellen sind schön, aber es ist viel mehr als das. Ich habe meinen eigenen Raum. Er gehört mir und niemandem sonst. Vielleicht ist es besser, eine eigene Höhle zu haben, als ein Schloss, in dem ich eingesperrt bin. Foreshadowing.
Was für eine seltsame Art, das zu sagen. Das muss ich mal in einem Buch gelesen haben. Hehe. An den ganzen kaputten Dialogen, die wir mit ihnen hatten, konnte man ja schon so ein bisschen ablesen, dass er wahrscheinlich irgendwie mal ein Prinz war, der hier angespült wurde. Wo haben wir denn den Drachenzahn her? Den müssen wir irgendwo gefangen haben, aber... Ach, das ist das den haben wir gerade wahrscheinlich aus dem Baum geprügelt. Wo? Da ist Setang. Jo, da sind wir bei 12,5. Dann haben wir es ja bald. Ist Dingens auch noch hier? Shang. Meine Männer haben sich in Sunhaven gut amüsiert. Sie müssen sich unter den Einheimischen wohlfühlen. Haben deine Männer Heimweh? Wir alle sehen uns nach der Heimat, aber meine Männer werden mir bis ans Ende der Welt folgen. Ihre Loyalität ist eine Schuld, die ich nie zurückzahlen kann. Sie in ein Land zu bringen, in dem sie gut leben können, ist das Mindeste, was ich tun kann. Du kümmerst dich gut um die, die dir treu ergeben sind. Hm? Warum machst du dir Sorgen um deine Männer? Sie müssen dir doch dienen, oder nicht? Ja, was ist das denn für eine Ausdrucksweise? Du kümmerst dich um deine Leute. Ja, natürlich mache ich das. Das ist meine Pflicht. Ich werde dafür sorgen, oder ich werde dafür sorgen, dass ich es dir einmal zeigen kann, mein lieber LeFlay. Deine Leute sollen die örtliche Taverne besuchen. Sie werden in ihrem eigenen Tempo durch die Stadt ziehen. Auf dem Schiff gibt es viel zu tun, um sie zu beschäftigen. Aber die Taverne wäre sicher ein guter Ort, um sich zu entspannen. Vielen Dank für den Vorschlag. Oh, und was ist mit der Bibliothek? Sie sollten sich auch die Schmiede ansehen. Was ist mit der Bibliothek? Magst du lesen? Die Bibliothek. Boah, ich weiß nicht, ob irgendwer von denen lesen kann, aber vielleicht ist es an der Zeit, das zu ändern. Der Wächter eurer Bibliothek würde es doch nicht stören, wenn ein paar ungehobelte Amari-Seeleute vorbeikommen zu Besuch, oder? Oder? Sie müssen nur leise sein. Ich glaube, solange sie leise sind, ist Amanda glücklich. Okay. Wir waren gestern in Withergate, das heißt, wir brauchen da heute nicht quatschen. Dann holen wir uns mal eben Catherine Geschenke ab. Dann bringen wir das neue Zeug ins Museum. Immerhin zwei Sachen. Besser als nix. Einmal, nee, stimmt gar nicht, beides mal Aquarium. Wir hätten den einen Trank mitnehmen können. Uns fehlt jetzt hier nur noch ein einziger Sunhaven-Fisch, der Seifenblasenfisch. Ein mythischer, elementarer Fisch, den man im Wasser nicht sehen kann. Ihn zu angeln wäre wahrscheinlich ein Kunststück, das eines Songs würdig wäre. Ja, das macht ja Mut. Und hier haben wir auch was Neues für. Alter Schwertgriff und uralter magischer Stab. Und hier fehlt noch ziemlich viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wir könnten... Ich wollte gerade sagen, wir könnten angeln gehen. Wir können erstmal gucken, ob es noch irgendwas anderes an Ködern gibt, die sich vielleicht anbieten würden. Lucia! Smoothie, dankeschön. Irgendwas anderes an Ködern gibt, das vielleicht noch sinnvoll sein könnte. Hier, same. Dann ist hier auch wieder leer. Dann... Nee, weniger da, mehr hier. So, die können wir gleich eben einpflanzen. Die Papageien können weg. Die Felder müssen wir noch machen. Dafür Erdbeben ausrüsten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und in die falsche Richtung. 1, 7 und 2, 8 und 3
Und hier, und dann haben wir es. Oh, wir haben das Saatgut abgelegt. Wir haben noch Paprikasaatgut irgendwo. Pfeffer, wie auch immer. Hier liegen noch Pfeffers. Ah, ja. Warum kommen wir da nicht durch? Kann ja wohl nicht sein. Da unten ist was nicht gegossen worden. Warum nicht? Ist ja frech. Und wir haben 3 offenbar nicht gesetzt. 1, 2, 3 haben wir's. Ist der nur nicht gegossen oder ist der auch nicht... Der ist nur nicht gegossen. So, und den Streifen hier noch. Und dann reicht's auch. Angelköder haben wir, glaube ich, noch nie gebaut. Wie sieht's aus? Sehr scharfe Angelköder. Beschleunigt den Angel-Minispiel-Schieberegler um 50%, erhöht aber die Wahrscheinlichkeit, seltene Fische zu fangen für eine Stunde. Um eine Stunde? Hört die Angelfertigkeit eine Stunde lang um 25. Scharfe Angelköder beschleunigt die Minispiel. Das ist derselbe mit ein bisschen, also der gleiche mit 15. Verlangsamt den Angel-Minispiel-Slider für eine Stunde um 10%, um eine Stunde um 20%. Erhöht den Sweet Spot. Erhöht den Gewinnbereich. Den Sweet Spot 25%. Das sind die. Das ist alles das Gleiche. Achso, nur unterschiedliche Zutaten. Was ist denn mit dem legendären? Können wir den auch bauen? Den können wir nicht bauen, wie es aussieht. Und dann wird der wahrscheinlich. Ja, beschleunigt den Schieberegler. Erhöht die Wahrscheinlichkeit für seltene Fische. Das wäre wahrscheinlich ziemlich cool für. Für die Bubble, aber wir brauchen ja erstmal das andere Gedöns. Dann wäre vielleicht der langsamere Schieberegler sinnvoll. Fragezeichen. Und wir brauchen die Würmer dafür. Machen wir Würmer? Machen wir die auch hier? Aus Äpfeln. Ja, lass mal gerade unsere Äpfel ernten. Wir haben ja noch ein paar. Wenn wir schon mal da sind, wollen wir natürlich alles. Was hängt denn da dran? Was bist du? Goldene Erdbeere, okay. So, dann haben die Bäume doch wenigstens auch noch einen Nutzen hier. Wollen wir ja schon lange nicht mehr dran. Also gerade die Apfelbäume. Wenn wir da Würmer aus den Äpfeln ziehen können, das ist doch hervorragend. Und jetzt den ganzen Krempel noch einsammeln. Haben wir schon? Jetzt haben wir es. Okay. So, same. Und dann bauen wir Köder. Und dann können wir eigentlich auch schon rüber nach Nelvari. Um 17 Uhr ist der Date. Also nicht Köder, sondern Würmer. Mach doch einfach mal fast alle. Mach mal 90 Würmer. Hervorragend. So, dann rüber da. Geschenke brauchen wir, glaube ich, im Grunde nicht. Oder? Doch, die Blaubeere sollten wir mitnehmen. Blaubeere für Lucius sollten wir mitnehmen. Wither Wither. Machen wir morgen wieder. Der ist fertig. Die Lucius. Lucius, Wither, Wither. Du bist fertig. Lucius ist auch fertig. Okay. Ja, dann. 15.38 Uhr. Dann gehen wir jetzt noch eine Stunde angeln. Wenn wir am schwarzen Brett waren. Und dann gehen wir zu Wesley. Oh, heute hat Nathaniel Geburtstag.
Ich möchte mal ausprobieren. Wir haben ja letztens irgendwie 33 Marken von einem bekommen. Ich möchte ausprobieren, ob das am Geburtstag lag, weil nichts davon am schwarzen Brett stand. Deswegen habe ich es auch nicht nachvertont. Sonst hätte ich, also es war derselbe Text wie immer, sonst hätte ich den drüber gequatscht, aber es war ja einfach gar nicht so. Jetzt hängen wir da am Baum fest. Das muss doch nicht sein. So, Butterbier. Wo ist Nathaniel gerade? Unten am Kai. Dann lass doch mal gerade da hinhüpfen. Dann gehen wir zwischen Wesley und Lucius gehen wir angeln. Haben wir dann auch noch genug Zeit für. So, Nathaniel. Jemand anderes als Lucia hat also dieses Jahr nur 3 Marken gebracht. Hat also dieses Jahr an meinen Geburtstag gedacht? Und wow, schau dir dieses Geschenk an. Das könnte tatsächlich das schönste Geburtstagsgeschenk sein, das ich je bekommen habe. Danke, Liflay. Echt jetzt. Wirklich. Danke. Aber es hat nur 3 Marken gebracht. Ich habe keine Ahnung, was das für ein komischer Bug, Fragezeichen, war, dass wir 33 Marken bekommen haben. Das ist ein bisschen heftig. Na gut, okay. Haben wir das auch mal gemacht. Wir haben quasi, ich laufe Richtung Withergate, das ist falsch. Wir haben 17 Uhr, dann können wir jetzt auch direkt zu Wesley durchspritten. Haben wir die Zeit doch erfolgreich totgeschlagen. Zu Hause nehme ich an, um 17 Uhr bei ihm zu Hause. Jawohl. Ja, dann lass mal loslegen. Liflay, du hast es geschafft. Ich nehme an, du bist bereit, den Abend mit mir zu verbringen. Ich möchte dir einen Ort zeigen. Ja, die nächsten 2 Minuten zumindest. Und er zeigt uns die Taverne. Wenn ich es falsch mache, dann ist das alles meine Schuld und... hey, mein Name ist... Oh nein, bitte nicht. Na gut, hey, mein Name ist... Und wer bist du? Wie willst du mich von da drunter ermorden? Was für ein Clown bist du? Hmpf. Nun gut. Hmpf. Ich nehme an, das ist es. Eine neue Perspektive sogar. Elder Gorwin schien nie zu hart zu arbeiten und sagte mir immer, ich solle es leichter nehmen. Hmpf. Vielleicht hätte ich schon vor Jahren auf seinen Rat hören sollen. Du hast mir wenigstens etwas zum Nachdenken gegeben. Die Zukunft sieht rosig aus, aber ich bin immer noch unsicher. Du und Vivi verbringt etwas Zeit miteinander, wobei die Amari darauf besteht, das sagt Wesley hier immer noch. Ja, das ist kein Zwischentext, da steht immer noch Wesley drüber. Du und Vivi verbringt etwas Zeit miteinander, wobei die Amari darauf besteht, dich aggressiv zu kraulen. Vivi fängt an, dir ihre Dolchsammlung zu zeigen. Sie ist ungefähr bei der Hälfte angelangt, bevor du merkst, wie spät es ist und beschließt, dass es das Beste ist, zu gehen, bevor es zu spät ist. Ganz ehrlich, die Knutsch-Szene mit Vivi ist tatsächlich auf Platz 2 gewesen. Sie war super im Verhältnis zu vielem anderen. June zum Beispiel ist echt mies. Aber das Beste ist nach wie vor... Das war so eine Teenie-Szene, mit dem du kletterst aus dem Fenster. Das war cool. Aber gut, aus irgendeinem Grund erzählt uns Wesley jetzt, dass er uns dabei beobachtet hat oder so. Keine Ahnung, ich hab's nicht so ganz verstanden, aber so sieht's aus. Ich möchte nicht eines Tages ein tyrannischer Ältester sein. Und deswegen habe ich dich die ganze Zeit beobachtet. Während du mit anderen Leuten rumgeknutscht hast. Du magst recht haben, aber mein Vater wäre da anderer Meinung. Hmpf. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher. Sag mir, Liflay. Weißt du etwas über die Schlacht? Ach ja? Tja, ich glaube nicht, dass ich das tue. Ich denke nicht.
Ich hätte dich schon viel früher besuchen sollen, richtig. So schockiert. Ich weiß, dass ich das bin. Aber was, Vivi? Das weiß ich doch. Aber es ist ein toller Ort zum Entspannen, obwohl ich glaube, dass ich hier noch nie viel entspannt habe. Ich glaube, jetzt redet er über die Taverne. Es könnte sein, dass dieser Satz tatsächlich zu Wesley gehört. Wer Novum. Normalerweise arbeite ich oder denke an die Arbeit. Es ist seltsam, hier zu sitzen und einfach nur zu entspannen. Ich werde neuen Stoff lernen für Burner. Wie gefällt dir das? Ich werde neuen Stoff lernen. Ich nehme an, das ist eine neue Perspektive sogar. Elder Gorbin schien nie zu hart zu arbeiten und sagte mir immer, ich solle es ruhiger angehen lassen. Den Text hatten wir ja nur schon. Vielleicht hatte ich schon vor Jahren auf seinen Rat hören sollen. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher. Sag mir, weißt du etwas über die Schlacht? Oder... Nelvari musste sich immer gegen aggressive Außenseiter verteidigen, aber vor langer Zeit kam eine große Armee von Menschen nach Nelvari. Erzählt er uns jetzt das, was wir in seinem Buch gelesen haben? Sie wollten das Mana unseres großen Baumes. Die Elfen kämpften auf eine Art und Weise, wie sie es nie zuvor tun mussten. Wesley nimmt einen Schluck von seinem Honiggebräu, als wollte er deiner Frage ausweichen. Ich habe nichts gefragt, ich habe gemacht. Wesley nippt weiter an seinem Gebräu. Still going. Geht immer noch weiter. Wesley kippt versehentlich seinen ganzen Becher Honigbier hinunter. Der Honig scheint ihm zu Kopf gestiegen zu sein. Sing, Wesley! Sing! Na gut. Du denkst, ich kann nicht singen. Nur liegst du falsch. Uff. Ich singe dir ein Lied und zeig's dir. Vielleicht solltest du das Honiggebräu erst abklingen lassen? Ich verstehe, was du zu sagen versuchst, aber du musst auch verstehen, woher ich komme. Ist das der wirkliche Wesley? Jubel für Wesley. Schweigen, sich dem Gruseln hingeben. Es ist so schade, dass da kein Text steht. Ich kann halt nichts sagen, wenn da nichts steht. Also klar kann ich jetzt mir irgendwas ausdenken, aber ich will das Spiel ja nicht verfälschen. Ich bin eigentlich für Gruseln, aber da das ein Date ist, jubeln wir natürlich. Du feuerst Wesley an. Das ist gut, denn das tut sonst niemand. Die anderen Gäste in der Taverne schauen verwirrt zu und sind sich nicht sicher, ob sie all das sehen, was sie wirklich sehen. Ich danke dir, Slape. Ich danke dir. Weißt du, ich möchte diesen Song meiner Liebsten widmen. The Fae. Ohne sich würde ich das nicht sehen. Yes. So ist eine sehr große Person. Vielen Dank, LeFlay, du Trottel. Ich werde jetzt für dich singen. Ein freies, neues, falsches Jusslied. Es geht weiter. Wesley kippt versehentlich seinen ganzen Becher Honigbräu hinunter. Nein, eigentlich sagt er das. Wesley kippt versehentlich seinen ganzen Becher Honigbräu hinunter. Sieht so aus, als wäre ihm der Honig wirklich zu Kopf gestiegen. Na schön. Ja. Du denkst, ich kann keinen Song singen. Schmerz. Nun, so liegt's falsch. Wir sind irgendwie in einem Loop gefangen hier. Ich singe ein Lied, zeig es dir. Achso, das ist schiefer. Ich singe ein Lied, zeig es dir. Wesley, der vom Honigboy angeheitert ist, hört dich entweder nicht oder ignoriert dich.
Beifall, unbeholfenes Sitzen und Schweigen. Natürlich klatschen. Na gut. Er fliegt aus seinem Stuhl und betritt die Bühne. Ein schockiertes Schweigen überkommt die Taverne. Nun, das ist unerwartet. Es macht nicht so richtig Sinn. Du hast einen ganzen Becher getrunken, und zwar schnell. Ist das der echte Wesley? Was macht er denn da oben? Sag sowas nicht, das war eine tolle Leistung. Ja, das hast du wirklich. Dieser Kerl wird doch nicht wirklich singen, oder? Er singt nie. Meine Damen und Herren, ein herzlichen Applaus für Wesley. Jubel für Wesley, was gut ist, weil es sonst niemand tut. Der Rest der Tavernenbesucher schaut verwirrt zu, unsicher, ob sie alle das sehen, was sie tatsächlich sehen. Du gesellst dich schweigend zu den anderen Gästen der Taverne, die sich verwirrt umschauen, unsicher, ob ihr alle seht, was ihr tatsächlich seht. Ich danke dir, Slave. Ich danke dir. Weißt du, ich möchte diese Song meiner Liebsten widmen. Ich hasse es, so früh zu gehen, aber du hast recht. Also, gute Nacht. Es ist jetzt vorbei. Oh, Gott sei Dank. Ich hasse diese kaputten Texte. Vor allen Dingen, wenn sie sich irgendwann wiederholen. Also, zwischendurch ist es ja mal ganz lustig. Aber boah, wenn die anfangen, sich zu wiederholen, dann nicht mehr. So, wir müssen ja jetzt noch bis 8 die Zeit totschlagen. Das ist leider nicht perfekt. Aber ein neapolitanischer Fisch. Und da glitzert noch einer. Na komm rum. Ei. Ah, nicht grün, aber immerhin bekommen. Ein Froschkönig. Einen fürstlichen Frosch so rum. So, der nächste bitte. Ist links, okay. Ah, rechts kommt auch der nächste. Na komm runter. Der kann ja nur perfekt werden. Den haben wir auch schon, den Pferdefisch. Und hier ist direkt der nächste. Und der glitzert. Ja, das kommt direkt noch einer. Der nicht glitzert. Ja, da wäre grün wahrscheinlich zu viel des Guten gewesen. Ein Flammenfisch. Da kommt noch einer. Er glitzert. Er war gerade soeben noch perfekt. Ein Einhornfisch. Und ein Glitzerfisch. Ah, unser Bait ist abgelaufen. Brr. Nein. Versuchen wir es nochmal, sonst nehmen wir die Bubble. Gerade soeben. Noch ein fürstlicher Frosch. So, wir haben 19.45 Uhr. Wir fangen noch ein. Und dann gehen wir zu Lucius. Na, leider nicht perfekt. Wir rüsten aber mal die Bubble aus. Ein Algenal. Wir rüsten die Bubble aus. Ja, da noch einer glitzert, nehmen wir den auch noch mit. Und Lucius dürfte ja wohl bei sich zu Hause sein. Also hier hoch warten wir jetzt eben. Ein Kristalltetra. Den haben wir jetzt zweimal. Naja. Macht ja nichts. Lucius, hallo LeFlay. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Tatsächlich habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, ob du kommen würdest. Aber, eigentlich habe ich mir Sorgen gemacht, dass du kommen würdest. Aber ich muss mich der Musik manchmal stellen, oder? Ich bin bereit. Ich habe ja lieber englische Texte als kaputte Dialoge. Nochmals vielen Dank, dass du gekommen bist. LeFlay, schieß! Fast. Hatte den einen. Also, worüber möchtest du mit mir reden? Hast du mich nicht hergebeten, um mit mir etwas zu reden? Worüber willst du reden?
Richtig. Lass mich das weglegen. Ich habe dich hergebeten, um mit dir zu reden, oder? Es tut mir leid, LeFlay. Ich habe die Arbeit als Ausrede benutzt, um mich aus dem Staub zu machen. Du scheinst furchtbar nervös zu sein. Du willst wirklich nicht darüber reden, oder? Uff. Oh Mann. Jetzt geht's los. Bist du bereit, LeFlay? Wann immer du bereit bist. Spuck's aus. Wann immer du bereit bist. Ja, klar. Nun, es hat keinen Sinn, es noch länger aufzuschieben. Lucius nimmt einen tiefen Atemzug, als ob er seine Nerven stärken will. Du bist dir nicht ganz sicher, ob es funktioniert hat. Also, du weißt, dass ich ein Diener des Mondes bin, oder? Und du weißt doch noch, was ich dir erzählt habe, oder? Wie ich mich entschieden habe, ein Diener zu werden, richtig? Ich erinnere mich. Nun, was ich dir gestehen muss, ist, ich habe irgendwie gelogen. Ganz schön viel. Dir gegenüber. Über mich selbst. Weißt du, ich bin nicht erst seit 11 Jahren Wärterin. Ich bin schon seit meiner Kindheit Wärterin. Ach wirklich, seit du ein Kind warst. Ja, das stimmt. Ein Diener des Mondes zu sein, ist nichts, wofür du dich entscheidest. Es ist etwas, in das man hineingeboren wird. So wie ich geboren wurde. Und Opal. Und die anderen. Es sieht so aus, als fiele es Lucius schwer, darüber zu reden. Was wirst du sagen, damit er sich besser fühlt? Atme einfach, Lucius. Du musst mir nichts erzählen, was dir unangenehm ist. Es ist mir egal, ob du nicht die Wahrheit gesagt hast. Ich bin sicher, du hattest einen guten Grund dafür. Oh Mann, ist es Zeit für ein paar super pikante Geheimnisse. Ich bin für das Erste. Atme erstmal durch und erzähl mir Dinge in deinem Tempo. Und wenn du nicht reden willst, willst du nicht reden. Komm her, du kleines Glühwürmchen. Fast hätte ich dich erwischt. Lucius. Oh, richtig. Entschuldigung, meine Gedanken schweifen ein wenig ab, wenn ich besonders besorgt über etwas bin. Lass mich das wieder weglegen. Aber ja, ich muss dir etwas über die Wärter sagen. Die Nelvarians lassen sich tätowieren, um ihren Glauben, ihre Individualität oder sogar ihren Beruf zum Ausdruck zu bringen. Aber diese Markierungen auf meinem Körper sind keine Tattoos. Ich wurde mit ihnen geboren. Mit ihnen geboren. Du warst also ein tätowiertes Baby. Mit ihnen geboren? Ja, man nennt sie Mondmarkierte und so sind wir auch bekannt. Die Mondmarkierten. Warum sollte man über so etwas lügen? Tja, weißt du, die Mondmarkierten passen nicht so recht zu Nelvari. Wir werden nicht gehasst oder gar nicht gemocht. Es ist nur so, wir sind anders. Die Elfen bevorzugen nicht die Nacht. Kulturell gesehen gilt die Nacht als gefährlich und beängstigend. Aber warum lassen sie dich in einem alten Tempel leben, weit weg von allen anderen? Oje, niemand zwingt uns das zu tun. Wir entscheiden uns frei im Tempel zu leben. So funktioniert es besser wegen unserer Arbeit. Was eine andere Sache ist. Was ist damit? Alles andere, was ich dir gesagt habe, stimmt. Die Wächter arbeiten nachts und kümmern sich um die Natur, während die anderen sich ausruhen. Was ich nicht gesagt habe, ist, dass wir auch das Mana des Mondes sammeln und auffangen. Haben wir alles schon gelesen? Genau genommen, nun ja, wir müssen es irgendwie tun. Zwingt dich jemand, das zu tun? Lass mich raten, Wesley zwingt dich dazu. Wir haben das alles schon gelesen, wir wissen das schon. LeFlay, du scheinst zu denken, dass Nelvari ein viel schlimmerer Platz ist, als es tatsächlich ist. Nein, wir werden nicht von irgendjemandem dazu gezwungen, außer uns selbst vielleicht. Weißt du, die anderen Wärter, naja, wir sind irgendwie abhängig vom Mana des Mondes. Abhängig. Ja, das ist genau richtig. Es ist ein Geheimnis, das nicht viele wissen, außer wir, weil wir sein geheimes Buch gelesen haben. Nivara weiß es natürlich und der Älteste weiß es. Die vom Mond gezeichneten, naja, sind abhängig vom Mana des Mondes. Aber das ist nichts Schlimmes. Wir arbeiten nachts und sorgen so dafür, dass die Natur im Gleichgewicht ist. Und wir absorbieren ganz natürlich das Mana des Mondes.
Es funktioniert perfekt für alle Beteiligten. Aber warum verheimlichst du das von mir? Ich verstehe immer noch nicht, warum du gelogen hast. Warum verheimlichst du das? Ja, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Als du anfingst, mit mir zu reden, da war dieser erstaunliche Held, von dem Nivara sprach, den der Älteste selbst persönlich getroffen hat. Was hätte ich denn sagen sollen? Hallo, mein Name ist Lucius. Ich bin süchtig nach der Kraft des Mondes. Ganz ehrlich, der hat die ganze Zeit nur vom Mond gequatscht. Also bitte. Ich wusste nur nicht, wie ich es dir sagen sollte, aber du hast weiter mit mir geredet. Aber als du weiter mit mir geredet hast, so rum, wusste ich, dass du irgendwann fragen würdest. Also habe ich mir selbst eine dumme Geschichte ausgedacht, um dich zu schützen. Wovor? Und vielleicht auch mich selbst, aha. Ich wäre damit einverstanden gewesen, aber ich verstehe, warum du geflunkert hast. Das ist nichts, was du vor mir verheimlichen musstest. Mann, habe ich dir wirklich so schnell geglaubt? Ich bin ein bisschen dumm. Das ist nichts, was du verheimlichen musst. Ja, im Nachhinein betrachtet war es ziemlich dumm von mir, dich anzulügen. Die Wahrheit hätte irgendwann ans Licht kommen müssen oder du hättest es von jemand anderem erfahren. Ich wollte nur nicht, dass du schlecht über mich denkst. Aber ich habe nur riskiert, dass du schlecht über mich denkst, weil ich gelogen habe. Meine Güte. Das ist einfach nicht zu lesen. Wahrscheinlich einfach eine schwierige Situation oder irgendwie sowas. Abhängig zu sein. Wie kann man damit leben? Ich kann mir nicht vorstellen, vom Mond abhängig zu sein. Wahrscheinlich sowas. Ist jetzt blöd, dass der Text ein bisschen überlagert. Wie kann man damit leben? Ich denke schon, wenn du ein mondmarkiertes Kind bist, ich finde gezeichnet irgendwie besser. Ein mondgezeichnetes Kind hast, muss es Mana-Infusion erhalten, da es noch lernt, sein Mana aus der Natur zu absorbieren. Diese Infusionen sind jedoch umso wichtiger, je mehr ein Kind in seine Markierung hineinwächst. Es war ein ganz unschuldiger Abend. Ich war noch ein kleiner Junge, der die Abenddämmerung damit verbrachte, Glühwürmchen zu fangen, genau wie heute Abend. Und ich vermisse meine Eltern, die mich wegen meines Aufgusses nach Hause riefen. Ich weiß noch, wie ich meinen Eltern ein Glas mit Glühwürmchen zeigen wollte, aber als ältester Plato meinen Arm sah, wusste er, dass der Schaden schon angerichtet war. Ich kann das erste leider überhaupt nicht lesen. Ich glaube, da steht, ob es noch weh tut. Du hast dir das selbst angetan. Handlungen haben Konsequenzen. Tut das noch weh? Mach dir keine Sorgen, The Flay. Es tut nicht mehr weh. Nach ein paar zusätzlichen Infusionen konnte ich mich wieder voll bewegen, aber ich trage eine Narbe meines Fehlers. Ich kann mich glücklich schätzen, dass dies die einzige Auswirkung meiner Begegnung mit der dunklen Seite des Mondes ist. Fehlt da jetzt irgendwie ein Stück Text oder habe ich was nicht überrissen? Habe ich was vorgelesen, was ich nicht verstanden habe? Naja, dunklen Seite des Mondes. Heutzutage sehen mich meine Kollegen mit dem Mondzeichen und meinem Arm und nehmen ihn als Beispiel dafür, was passieren kann, wenn sie ihre Verantwortung nicht ernst nehmen. Danke, dass du mir erzählt hast, was passiert ist. Danke, dass du mir zugehört hast. Jetzt weißt du es also. Ändert das etwas an deinen Gefühlen mir gegenüber? Bitte halte dich nicht zurück. Ich kann die Ehrlichkeit, die ich dir vorenthalten habe, vertragen. Ich verdiene sie sogar. Das ändert nichts, Lucius. Du bist, wer du bist. Es ist schwer, das zu verstehen. Du bist, wer du bist. Du bist nur einer von vielen, die ich heiraten werde. Nun, das ist eine Erleichterung. Ich bin mir sicher, dass du bis heute noch nie von dem Wort Mond markiert gehört hast. Nein, aber gelesen. Und jetzt finde du heraus, dass du mit einem ausgehst. Du hättest mir genauso gut die Uhrzeit sagen können oder in deinem Fall die Uhrzeit des Tages. Der Text ist ganz merkwürdig. Nun, du musst nicht mehr einsam sein. Das ist richtig. Ich habe den Mond und ich habe dich. Was braucht ein Typ wie ich noch? Vielleicht ein gewürztes Honiggebräu? Aber ich bin glücklich genug mit dem, was ich jetzt habe. Komm schon, diese Glühwürmchen fangen sich nicht von selbst. Danke, Le Flay. Danke für alles. Gut, aber wir haben noch Geschenke dabei, ne? Bist du noch hier? Oder wo steckst du? Nein, du bist unten am Fluss. Down, down, down by the river. Ja, ich höre ja schon auf zu singen. Nimm
diese Blaubeere, die ich nicht dabei habe. Ach, weißt du was, hier in einem. Hier in einem Rosenstrauß. So, damit ist er auch voll. Sehr gut. Was mit Wesley? Ist Wesley war auch voll, oder? Wesley ist voll. Alles klar, wir müssen nichts mehr schenken. Ja, gut, wir haben noch 3 Stunden. Es macht eigentlich keinen Sinn, jetzt noch großartig was anderes anzufangen. Wir fangen jetzt noch ein paar Fische. Oder wir versuchen, nach Sunhaven zu kommen in der Zeit. Ja gut, wir haben jetzt einen Köder reingeschmissen. Dann fangen wir jetzt Fische. Eine Drachenkopfschmerle und eine Schatztruhe. Und aus der nächste. Alles endet mit Oh, der glitzert sogar ein bisschen. Naja, der ist auch schwierig auf grün zu fangen. Der fürstliche Frosch. Na, da ist der nächste. Von dem Starkbier haben wir ein bisschen mehr, oder? Dann könnten wir, schade, das hätte grün werden können. Dann können wir doch eigentlich, wenn wir schon mal hier so 2 Samen neben Iris stehen. Ach, wir haben nichts dabei. Ja, ist richtig. Ihr ein Abendbier geben, aber wir haben nichts dabei. Der Köder ist schon abgelaufen. Ist aber noch perfekt geworden. Ein Einhornfisch. Und Münzen. Brauchen wir hier eigentlich noch was oder haben wir jetzt alle? Das müssten wir mal nachgucken gehen. Nee, einer fehlt, glaube ich, noch. Es fehlt auf jeden Fall noch der Rochen für Wither. Ah, da fehlte auch noch was für Nelvari, dieser unsichtbare Fisch, den man angeblich nicht angeln kann. Der fehlt noch. Wahrscheinlich kann man den jetzt nur mit der Blase rausziehen oder so. Da ist es wieder ein Drachenkopf. Nein, das sind 2 Drachenkopfschmerlen. Dann holen wir den da noch und dann machen wir uns auf den Weg zur Farm. Den kennen wir schon. So. Da war jetzt, glaube ich, nichts bei, was wir noch behalten müssen. Davon haben wir 2, da kann einer von weg. Die können alle weg. Oh, den Flammenfisch brauchen wir auch. Sehr gut. Und der Rest kann weg, alles klar. Dann gehen wir mal ablegen. Dann würde ich auch eine Aufnahmepause machen. Allerdings... ich weiß, ja... Ich überlege gerade, ob wir morgen die große Minenrunde machen oder vielleicht erst übermorgen. Mal gucken. Monstersüßigkeit, die haben wir aber schon abgelegt. Guck mal, da ist auch noch ein Fisch. Kriegen wir den noch gefangen? Nee, nicht in einer Viertelstunde, das wird nix. Nee, komm, wir gehen pennen. Ist okay, ist genug passiert heute. Möchtest du schlafen? Ja. Ja, kommt mal wieder hier so ein Drache mit Schuppe und so. Wahre Macht wächst von innen, verfeinere deine Fähigkeiten weiter und du wirst die Kraft erlangen, alles zu tun. Eine Sonnendrachenschuppe. Können wir verkaufen. Hab bisher keinen anderen Anwendungsfall gefunden. Du schläfst die ganze Nacht durch. Für 5500 EP, das passt nicht. 11.000 Gold. 229 Mana-Kugeln und 6 Tickets. Das habe ich nicht gelevelt. Ist egal. Wir machen eine Aufnahmepause. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, euch auch morgen wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, tschüss.